Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Harvestella. Einmal mehr ist das Erste, was wir machen, schlafen. Und ein Level-Up-Kassette. Wir sind schon Stufe 15 am 18. Tag, das ist super. Und wir kriegen 1185 Griller, was auch sehr, sehr schön ist. Und das Geld sammelt sich immer mehr an. I like it. Wie viel habe ich jetzt? 4730 habe ich aktuell. Das müsste reichen für eine Erweiterung von meinem Feld. Und was ich sicher noch machen kann hier, guck mal. Noch mehr Gurkulas. Sehr schön. Die Karotten sind auch ready. There is a letter here for you. Aber was ist denn mit dieser Prinzessin-Kastanie? Kann ich jetzt hier wieder Sachen pflanzen? Ich habe absolut gar keine Ahnung, wofür dieser Baum gut ist. Ich habe ja keine Axt oder so, um das Ding zu fällen oder irgendwie sowas. Von daher keine Ahnung, was ich machen soll mit dem Ding. Absolut kein Plan. Naja. Wichtigste ist, dass ich noch ein bisschen Geld verdiene. Ja. Und das werden wir ordentlich. Was ich damit mache, ich weiß es nicht. Vielleicht mit dem Hammer? Nee, sonst mache ich es noch kaputt. Das will ich ja auch nicht. warte mal. Pack mal das ganze Zeug in die Lieferkiste. Das gibt 400, das gibt auch nochmal ein bisschen. Ja, viel konnte ich nicht ernten, aber ist ja besser als nix. Zeig mal in der Lagerkiste. 4x Karotten, ha? Müssten Platz haben, genau. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, weil die gehen ja nur einen Tag. Die sind dann morgen gleichzeitig mit den Zwirbeln fertig. So. Wir gehen wir zurück in den Jadewald. Das ist eine gute Idee. Oder wir machen hier Van und Vent auf geheimer Mission. Ja, das könnten wir auch noch machen. Bisschen mehr Nebenquests abschließen. Die kleine Milika wartet ja schon hier. Wir machen das direkt als erstes, komm. Also dann, wo suchen wir zuerst? Ja, du musst es eigentlich wissen, sind deine Freunde. Keine einzige, bevor ich dich getroffen habe, habe ich bei ihnen zu Hause nachgefragt. Aber es klang, als wüsste niemand, wo die beiden hingegangen sind. Was glaubst du, sollten wir tun? Ein paar Leute fragen. Gute Idee. Ja, da schnippst du mit dem Finger, hä? Oh boy. Gehen wir. Wir können nicht den ganzen Tag nur rumsitzen. Ja. Mach du mal. Erkundige dich bei den Bewohnern. Oh, shit. Okay. Bei wem soll ich das? Da hinten ist einer. Oder nee. Ah, der da hier. Du suchst nach Van und Vent. Van habe ich eben hier rumschleichen sehen. Ist gar nicht lange her. Jadewald. Oh nein. Zu viel auf dem Feld zu tun. Trotzdem danke. Was machen die Idioten im Jadewald? Oh, jetzt müssen die nächsten Kinder retten gehen im Wald. Glaub's ja nicht. Ach Gott, Kinder, Kinder, Kinder. Wenn hier Kinder zugucken, macht nicht solche Scheiße. Wirklich. Hört auf eure Eltern und dann kommt alles gut. Van und Vent, die habe ich am Dorfeingang rumlungen sehen. Ja, blablabla. Und nicht allzu lange her.
Keine Sorge, wenn Akkojakten nicht sie finden. Wenn ich schon gerade bei dir bin, meine liebe Schmiedin. Come on in. Ich brauche noch ein Silbererz, um das zu verbessern, ha? Für was ist denn dieser Photon-Injektor? Ich weiß es nicht. Aber ich verbessere ihn mal. Für 250 Griller. Für 500 könnte ich nochmal. Ah, das ist die Waffe von der Aria. Okay. Für 500? Komm. Aria, wir verbessern deine Waffe noch ein bisschen. So. Cheers. Ja, cheers. Du freust dich natürlich. Du hast ordentlich Geld gemacht durch mich. Ja, ja. 750 Griller an einem Tag. Wenn ich doch nur so viel im Real Life an einem Tag verdienen würde. Oh boy, das wäre schön. Nach dem kleinen Marktplatz. Nur gemurmelt über Gestank und irgendwelche Mengenangaben. Es war alles verdächtig. Die zwei für nichts Gutes im Schilde. Bla bla bla. Glauben Sie mir, das werde ich. Ja, okay. Strategien. Jetzt drehen sie komplett durch, die Knirpse, ha? Jetzt drehen sie komplett durch. Klingt, als wollten Van und Wendt aus irgendeinem Grund in den Jadewald gehen. Sie sollten es besser wissen, als einfach so das Dorf zu verlassen. Ja, ich hoffe wirklich nicht, dass die alleine gegangen sind, aber sind sie wahrscheinlich eh, sonst wäre es keine Quest und wir müssen sie retten gehen. So ist es nämlich. So und nicht anders ist das. Ich laufe tatsächlich immer in die falsche Richtung. Okay. Ach, was wartest du denn jetzt hier schon wieder? Kommst du? Ja gut, du musst nicht mitkommen. Das ist korrekt. Sie sind nicht hier. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht Van und Wendt gesehen? Ich glaube, Sie sagten, Sie wollten in den Jadewald. Moment, hättest du nicht mit ihnen gehen sollen, Akuyaku? Warte, was? Akuyaku war die ganze Zeit über bei mir. Das ist aber seltsam. Sie sagten, dass Akuyaku mitkommen würde. Ich kann es nicht glauben. Die beiden haben gelogen, damit sie allein in den Jadewald gehen können. Ja, dann müssen wir schnell gehen. Fragen stellen müssen wir nicht. Nein, die Kleine kommt auch mit. Ach, scheiße. Okay. Jetzt muss ich die auch noch beschützen, oder was? Naja. Aktivieren wir die Quest, bitte. So. Ab in der Jadewald. Die Magerrüstung sieht cool aus. Oh, jetzt sind die ganzen Monster wahrscheinlich wieder da, ne? Ja, natürlich. Come on. Der nächste. Komm, mach mal hier Elektro. Sehr gut. Nein, der wäre anfällig gewesen gegen Elektro. Ja, egal. Haben ja trotzdem keine Chance gegen mich. Sternweizensamen, sehr gut. Was haben wir hier alles noch? Habe ich noch genug Platz im Rucksack? Ja, ja. Mehr als genug. Warte mal, was ist hier hinten? Oh shit, na komm. Machen wir hier Elektro. Ist eine Schwäche, ist super. Ja komm, geh mal schnell auf den Kleinen, bevor da noch was passiert. Und dann auf den hier noch. Bisschen einfrieren. Sehr gut. Bin ich ein guter Magier, du. Kühlbeeren und robuste Haut. Ah, guck mal, da sind sie ja. Da sind sie, sieh nur. Ah! Sei still, wenn du, oder willst du, dass uns ein Monster erwischt? Und könntest du dich etwas beeilen? Das reicht noch lange nicht, um...
Das ist doch viel schlimmer als ein Monster. Wie nennst du hier schlimmer als ein Monster? Nicht zu fassen, dass du so gemein sein kannst. Und das, nachdem wir den ganzen Tag damit verbracht haben, euch zu suchen. Uns zu suchen? Wieso? Weil wir uns Sorgen um euch gemacht haben. Was habt ihr überhaupt getrieben? Samen gesammelt. Naja, wir... Sei bloß still. Na gut, dann sagt es mir halt nicht. Deshalb bin ich sowieso nicht hier. Ich wollte mit euch reden. Warte. Hä? Du musst uns gar nichts erzählen. Wir arbeiten schon daran. Ihr arbeitet woran? Wir kümmern uns darum, okay? Komm, gehen wir, Wendt. Warte! Renn du ihn einfach nicht hinterher. Sollen wir ihnen folgen? Na klar, die beiden haben definitiv was zu verbergen. Ich glaube, sie sind zurück ins Dorf gerannt. Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Machen nur Probleme. Was ist denn jetzt da gerade passiert? Ah, du bist vergiftet. Okay. Kein Problem. Ist nicht schlimm. Und vor allem ist nicht mein Problem. Not my problem. So, zurück ins Dorf, bitte. Na, shit, ich kann... Ja, ich muss zurücklaufen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Was haben die beiden vor? Wollen die irgendwie mit Stinkebrühe oder so das Haus kaputt machen von denen? Oder was ist da los? What is going on? Sind das die Eltern der Milika? Ich gebe auf. Was ist das für ein Geruch? Meine arme, wunderschöne Nase. Ich glaube, sie fällt gleich ab. Was für ein grauenhaft... Also gut, ich riech's ja nicht, aber wenn die alle sagen, es ist so schlimm... Ich glaube, ich muss weinen. Oh, shit. Entschuldigen Sie, was ist hier los? Das ist das Werk dieser Lausbuben. Ben und Wendt. Sie kamen schreiend hierher zurück und haben sich im Haus des Bürgermeisters verbarrikadiert. Hä, wieso sollten sie das tun? Das habe ich mich auch gefragt. Der Bürgermeister ist da drin und verhandelt mit ihnen, aber sie sind sture kleine Belger. Das Problem ist, dass sie diese stinkenden Samen nach jedem werfen, der sich dem Haus nähert. Ich habe keine Ahnung, was sie sich davon versprechen, aber... Was sollen wir tun, Akuyaku? Ja, vielleicht werfen sie nichts nach dir? Ich möchte glauben, dass sie das bleiben lassen, aber wir können nicht einfach nur rumstehen. Wir gehen zum Haus des... Och, scheiße. Ich habe keinen Bock zu... keinen Bock zu stinken. Bewegt eure Hintern hier raus, aber Dalli. Milika? Was glaubt ihr, tut ihr da? Du solltest nicht hier sein. Kommt sofort da raus, habe ich gesagt. Van, Milika ist total wütend auf uns. Beruhig dich, ja? Wir haben noch immer unsere Geheimwaffe. Wenn mich auch nur ein einziger dieser Stinkgesamen berührt, rede ich nie wieder mit euch. Ah! Kommt bei, ihr beiden. Beenden wir das. Das nervt. Also seid ihr endlich zur Vernunft gekommen? Wir sagten, wir würden gehen, sobald sie unseren Forderungen zugestimmt haben, oder nicht? Und ich wiederhole mich nochmal. Das, worum ihr mich bittet, liegt nicht in meinem Einflussbereich. Blödsinn! Das reicht jetzt! Was treibt die zwei da? Alle im Dorf sind stinksauer. Soll sie doch. Wir haben das für dich getan, Milika. Wieso?
Sie sind zum Bürgermeister gegangen und haben ihn gebeten, deinen Umzug zu stoppen. Wir dachten, er kann vielleicht verhindern, dass du umziehen musst, weil er der Bürgermeister ist. Es ist nicht so, als würdest du wirklich gehen wollen, oder Milika? Wenn wir drei also mit dem Bürgermeister sprechen würden, könnten wir zusammen vielleicht... Ihr Dummköpfe! Wie konntet ihr beide so dämlich sein? Ihr könnt meinen Umzug nicht aufhalten. Ich muss gehen. Für Mama und Papa. Aber ich will nicht, dass du... Ihr seid so egoistisch. Manchmal müssen wir im Leben Dinge tun, die uns nicht gefallen. Milika. Ihr habt jeden Einzelnen in diesem Dorf damit belästigt. Ihr beide solltet euch sofort entschuldigen. Uns entschuldigen? Du bist diejenige, die sich entschuldigen sollte. Du hast es die ganze Zeit über vor uns geheim gehalten. Aber das liegt nun daran, dass es dir egal ist, hä? Du warst froh, darüber backen zu dürfen und uns zurückzulassen. Darum geht's hier gerade überhaupt nicht. Hier geht's um euch und um den Ärger, den ihr allen bereitet habt. Und warum glaubst du, haben wir das getan? Weil du einfach so gegangen wärst, ohne dich zu verabschieden. Das ist nicht... Van, bitte, hör einfach auf. Was? Ich weiß, dass du das Gleiche denkst, deshalb hat sie es uns auch nicht gesagt. Das reicht, du kleiner Scheißer. Ich wette, du bist auf ihrer Seite, nicht wahr, Koyaku? Hört auf! Milika? Ich hasse dich, Van! Ich hasse dich! Vergiss einfach, dass wir je Freunde waren. Milika nicht? Ha, da steckt ihr aber in einem schönen Schlamassel. Ist ja auch egal. Gehen wir nach Hause, Wendt. Kommst du? Ja, entschuldige. Ich folge dir. So war das alles nicht geplant. Ich musste das unternehmen. Ach, die Questreihe ist noch nicht fertig, glaube ich. So, Van und Wendt auf geheimer Mission. Das, 1000 Griller. Oh, Morgenmais und Currykrautsamen. Okay. Geile Sache, die geben sicher auch ordentlich Kohle. Ohne, dass ich was Neues kaufen muss. Sehr geil. Ah. I like it. Schade, da kann ich nicht runterspringen. Lass mal bitte zum Renovierladen gehen. Ich will gucken, ob ich was kaufen kann. Zum Beispiel mein Feld erweitern. Irgendwie sowas. Good afternoon. Ja, hallo. Farmgröße Level 2. Für 3000. Glückelgehege. Oh, da brauche ich noch harte Steine und ordentlich Kohle. Naja, in einem Tag ist die Farm fertig. Sehr gut. Ja, ich komme sicher wieder. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Mach dir keine Sorgen. Dann gehe ich mal noch schnell in den Gemischtwarenladen. Hast du für mein restliches Geld noch irgendwas Nachtische aus Lethe? Bis zur Ernte dauert es 7 Tage. Vielleicht ist das Ding einfach noch nicht fertig. Naja. Ich nehme mal hier noch das Rezept. Königskuchen, Mont Blanc und Gemüsemuffin. Okay. Dann, Feuerattribut, Verteidigung, physische Verteidigung. Oh. Für 500. Ist gekauft. Ja, ja, ja. Den rüste ich direkt mal selber aus hier. Guck mal. Sehr gut. Habe ich hier noch was zum Upgraden?
603 Punkte habe ich beim Magier. Sehr schön. Dann beim Kämpfer habe ich auch wieder 624. Da machen wir den normalen Angriff erhöhen und dann sparen wir auf diese Feuerbrunst, denke ich mal. Und dann noch der Kampfgelehrte. Erhöht den normalen Angriffsschaden um 10%. Ja, da fehlt mir noch ein kleines bisschen. Da müssen wir warten. Gut. Ich schlage vor. Es ist erst 10 nach 1, ha? Naja, egal. Wir gehen zurück zum Haus. Dann lassen wir den Kollegen den ganzen Tag durchschlafen. Damit wir morgen eine größere Farm haben. Das wäre doch sexy, oder? Eine größere Farm. Ah, warte, hier nehmen das abbaubare Zeugs noch mit. Können wir immer brauchen. Kann ich hier noch was reinpacken? Bringt beim Liefern Geld ein. Robuste Haut. Ja, dann packt die mal rein. Kochzutat, Getränk. Habe ich hier sonst so eine Haut? Habe ich die hier noch? Ach, guck mal, drei Pelze, die geben ja auch Geld. Das kann ich ja alles nicht brauchen, wenn da steht, bringt Geld bei der Lieferung. Den Rest kann ich brauchen. Okay. Dann pack mal die ganzen Samen ins Inventar rein, bitte. Das auch, das auch. Okay. Dann pack in die Lieferkiste die drei Pelze und die robuste Haut. Wunderbare Sache. Vielleicht ist diese Prinzessin-Kastanie einfach noch nicht fertig. Darum kann ich die noch nicht ernten. Ein Brief. Werden wir uns wiedersehen. Dank diesem oben konnte ich mich wieder mit Mama und Papa vertragen. Ja, ja. Ist mir nicht egal, ob ich dich wiedersehe. I don't care. So, kochen wir was. Hier bräuchte ich noch ein bisschen Mehl und Salat. Ha? Oder Gurken. Ah, shit. Habe ich hier was Neues gelernt? Reparaturset können wir mal drei machen. Komm, dann geht die Zeit noch ein bisschen vorbei. Habe ja gerade sonst nichts, was ich bauen kann. Habe ich mehr als genug von diesen Reparaturensets. Dann würde ich doch sagen, ist für heute Schluss. Ich bedanke mich nämlich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.